Es war die Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung zum Thema Eichplatzbebauung. Die Stadt tut gut daran, die Bürger bei der Zukunftsplanung für den Platz im Herzen der Stadt nicht außen vor zu lassen. Die rege Beteiligung war ein Zeichen dafür, dass dieses Anliegen auch honoriert wird. Im Podium saßen der Stadtplaner Ingo Quaas, Stadtarchitekt Matthias Lärm, die Moderatoren Matthias Mann und Michael Breuer sowie die Dezernentin für Stadtentwicklung Katrin Schwarz und der Werkleiter der kommunalen Immobilien Jena Thomas Dirkes. Das Expertenteam stellte die Pläne für die Bebauung vor. So zum Beispiel ist geplant, eine zweistöckige Tiefgarage unter dem Eichplatz anzulegen. Dafür muss aber erst ein hydrogeologisches Gutachten erstellt werden. Die Bürger interessierte besonders der prozentuale Anteil der Wohnbebauung. Der Ortschaftsrat forderte mindestens 20%. Auch bei einer Umfrage der Bürger durch die Bürgerinitiative Mein Eichplatz wurde deutlich, dass das Thema Wohnraum eine zentrale Rolle spielt. Noch mehr allerdings werden Grünanlagen und der Tiefgaragenbau gewünscht. Die Einwände möchte die Stadt bei der weiteren Planung auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, ich denke wahrscheinlich im Punkto Wohnanteil, Wohnbaufläche auf dem Eichplatz wird es noch Bewegung geben. Das wird man noch umfangreich diskutieren müssen. Da wird man einige Flächen auch noch mal abprüfen. Und ich denke, dass man dort auch eine Balance finden wird zwischen diesem Wohnanteil und der Einzelhandelsfläche. Aber ich denke, das wird man dann zu gegebener Zeit im Stadtrat entscheiden. Entschieden ist auf jeden Fall von Seiten der Stadt, dass es im nächsten Jahr einen europaweiten Investorenwettbewerb geben wird. Bei diesem werden bis zu 7 potenzielle Investoren ausgewählt, die dann konkrete Entwürfe zur Bebauung einreichen. Bis der Beschluss zum Verkauf der städtischen Grundstücke im Stadtrat gefasst wird, vergeht nach Aussagen von Thomas Dirkes mindestens noch ein Jahr. Über die Beteiligung der Bürger an der gestrigen Veranstaltung zeigte sich die Bürgerinitiative Mein Eichplatz sehr zufrieden. Es gab in vielen Bereichen in den letzten Jahren Probleme, dass sie halt wenig besucht waren. Aber das kommt immer auf das Thema an. Man sieht hier, dass viele da sind und die Begeisterung auch hoch ist, also das Interesse vor allem. Und B ist es vor allem, wie am Ende es umgesetzt wird. Es können zwar immer wieder Veranstaltungen stattfinden, die Bürger werden befragt. Wenn die dann aber alle ihre Meinung kundtun, im Stadtrat wird das dann aber als abgewunken und abgetan mit nichts, dann sagen die, dann muss ich auch nicht mehr dorthin gehen. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass sowohl die Stadt als auch die Bürger für eine bauliche Veränderung des Eichplatzes sind. Jetzt gilt es, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden.